Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin nach längerer Pause mal wieder zurück und ja, mir ging es gesundheitlich nicht so gut, deswegen konnte ich erstmal eine Weile jetzt keine Videos mehr machen. Aber momentan geht es mir jetzt wieder besser und deswegen will ich jetzt wieder mit vollem Elan in meinem Kanal jetzt wieder weitermachen. Ich fange heute an mit meinem Aufgebrauch-Video für den Monat Februar. Ja, ich weiß, es ist schon sehr, sehr spät. Aber trotzdem will ich euch die Sachen nicht vorenthalten und ich will sie dann schließlich auch entsorgen und ja, ich habe sie wieder in meiner üblichen Tasche gesammelt und ich fange mal an, was ich greife einfach raus und dann, ja, ich fange an mit meinem Lieblingstee von Teekanne, türkischer Apfel, also der muss bei mir eigentlich immer im Haus sein, der ist sowas von lecker und ja, auf jeden Fall ein für Teetrinker ein riesen Tipp von mir. Und ja. Dann greife ich hieraus ein Duschgel von Dove. Und zwar pure Verwöhnung. So schaut es aus. Ja, für mich war es eigentlich ein ganz normales Duschgel. Und ja, kaufen wollte ich es mir auf jeden Fall mal wieder. Dann greife ich hieraus eine antibakterielle Seife vom Balea. So sieht die aus. Ja, die habe ich schon mal gehabt und die würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Ist sehr, sehr toll und ja, ich glaube für 65 Cent oder was die kostet, mir ist nicht ganz sicher. Ja, kann man, finde ich, keinen Fehler machen. Dann habe ich hier wieder ein Duschgel, was ich mir jetzt auch schon zwei oder dreimal jetzt nochmal nachgekauft habe. Was sehr, sehr toll ist, ist auch ein riesen Tipp von mir. Und zwar von Duschdas, Limette küsst Minze. Sehr, sehr toll. Da riecht man echt, wenn man sich da früh morgens wäscht oder duscht oder wie auch immer, riecht man echt den ganzen Tag danach. Das finde ich so, so herrlich und das ist richtig erfrischend und finde ich ganz, ganz toll. Also, und habe ich noch zweimal da und werde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann habe ich hier ein Duschgel von Isana. Und zwar Cremedusche, Maracuja und Kokos. So sieht das Ganze aus. Ja, für mich wieder mal ein ganz stinknormales Duschgel. Ich denke mal, würde ich mir nicht nachkaufen. Dann habe ich hier ganz normale Wattestäbchen von Today. Fand ich ganz okay, aber ich habe meine anderen von Rewe, die ja, die sind besser wie die. Dann habe ich ein Haarshampoo leer gemacht von Garnier Natural Beauty, Olivenöl und Zitrone für trockenes und glanzloses Haar. Ein Tiefenreinigungsshampoo. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Werde ich mal bestimmt wieder nachkaufen. Aber ich werde mal auch nach anderen Tiefenreinigungsshampoos schauen. Dann habe ich hier jetzt nochmal ein Duschgel von Fa. Und zwar Fa Joghurt Aloe Vera. Sieht so aus, hatte ich schon mal. Für mich auch wieder ein ganz normales Duschgel und ja, ob ich es mir nachholen würde, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich denke mal eventuell nicht mehr. Dann habe ich, das hat mein Produkt leer gemacht, Axe Peace. Was ist das? Ja, er liebt sowieso die Sachen von Axe. Und er fand das Ganze in Ordnung. Und ja, würde er sich gerne wieder kaufen. Dann habe ich hier ein Duschgel von Playboy. Das war Playboy Generation Shower Cream Hydrating. Und zwar Cherry. Sieht das aus? Ja, fand ich auch ganz gut. Von geruchmäßig und so. Fand ich das sehr, sehr gut. Und ja, nachkaufen würde ich es mir, denke ich mal, auch. Wir kommen jetzt langsam zu den letzten Sachen. Dann habe ich leer gemacht, das habe ich auch mein Produkt leer gemacht, ein Handcreme von Dove, Wintercare. Sieht so aus. Die fand er nicht so toll. Er hat sonst immer diese rote von Dove. Die findet er besser. Also kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich jetzt noch meine Lieblingshandcreme. Und zwar von The Olive.
Intensivcreme. Gibt's bei Douglas. Finde ich sehr, sehr toll. Und ich werde mir die wahrscheinlich auch in großer Form kaufen. Ja, habe ich noch ein Duschgel. Model One. Body and Hair. Ist auch so eine kleine Probe. Ja, finde ich auch ein stinknormales Duschgel. Und ob ich es mir wiederholen würde, weiß ich nicht. Ja, meine Lieben, das war's. Die Tasche ist mal wieder leer. Und ja, ich werde mich jetzt wahrscheinlich mit Videos jetzt wieder, ich hoffe es, wieder öfter melden. Und falls, wenn geweide von mir keine Videos kommen, keine Sorge, ich höre auf keinen Fall auf. Und wenn ich aufhören würde, würde ich euch vorher Bescheid geben. Also so einfach verschwinden würde ich auf keinen Fall. Und da wollte ich mal fragen, ich habe vor längerer Zeit mal Sonntagsvideos gemacht, immer. Wollte ich mal fragen, ob ihr wieder Interesse habt an Sonntagsvideos. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, das war's mit dem Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.